Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Almanca'da çok kullanılan fiillerden Bauen, Renovieren, Reparieren, Messen, Organisieren fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almancada bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz bauen. İnşa etmek, bir şey yapmak, bir şey kurmak anlamına geliyor. Präsens, ich baue. Ban inshaadiodum. Ich baue. Ich baue. Preteritum, ich baute. Ban in inshaadiodum. Ich baute. Ich baute. Perfekt, ich habe gebaut. Ban inshaadiodum. Ich habe gebaut ich habe gebaut Tekrar edelim. ich baue ich baue ich baute ich baute ich habe gebaut ich habe gebaut futur bir. ich werde bauen wann in edeceğim. ich werde bauen ich werde bauen futuriki ich werde gebaut haben Ban mich ich werde gebaut haben ich werde gebaut haben Plusquamperfekt? perfekt ich hatte gebaut Ban in schar ich hatte gebaut ich hatte gebaut, ich hatte gebaut. Ich hatte gebaut. Ich hatte gebaut. Ich werde bauen, ich werde bauen, ich werde gebaut haben, ich werde gebaut haben, ich hatte gebaut, ich hatte gebaut. Ich hatte gebaut. Das Bauunternehmen hat in diesem Viertel schon mehrere Häuser gebaut. In şirketi bu semtte birçok ev inşa Tekrar Das Bauunternehmen hat in diesem Viertel schon mehrere Häuser gebaut. Das Bauunternehmen hat in diesem Viertel schon mehrere Häuser gebaut. Diğer bir örnek cümlemiz: Wenn es schneit, bauen alle Kinder Schneemänner. Kar yağdığında tüm çocuklar kardan adam yaparlar. Tekrar edelim: Wenn es schneit, bauen alle Kinder Schneemänner. Wenn es schneit, bauen alle Kinder Schneemänner. Diğer bir fiilimiz renovieren. Bir ortamı yenileştirmek, bir ortamı yenilemek anlamına geliyor. Präsens ich renoviere. Ben yeniliyorum. Ich renoviere. Ich renoviere. Präteritum ich renovierte. Ben yeniliyordum, yeniledim. Ich renovierte. Ich renovierte. Perfekt. Ich habe renoviert. Ban Ich habe renoviert. Ich habe renoviert. Ich renoviere. Ich renoviere. Ich renovierte. Ich renovierte. Ich habe renoviert. Ich habe renoviert. Futur bir, Ich werde renovieren. ban yenileceğim. Ich werde renovieren. Ich werde renovieren. Futuriki? Ich werde renoviert haben. Ben yenilemiş olacağım. Ich werde renoviert haben ich werde renoviert haben plusquam perfekt ich hatte renoviert wann ich, ich hatte renoviert ich hatte renoviert ich werde renovieren ich werde renovieren ich werde renoviert haben. Ich werde renoviert haben. Ich hatte renoviert. Ich hatte renoviert. Das über 500 Jahre alte Gebäude war nicht im guten Zustand und musste renoviert werden ve Das über 500 Jahre alte Gebäude war nicht im guten Zustand und musste renoviert werden. Das über 500 Jahre alte Gebäude war nicht im guten Zustand und musste renoviert werden. Diğer bir fiilimiz reparieren. Tamir etmek, onarmak anlamına geliyor. Prisens, ich repariere. Ben onarıyorum. Ich repariere. Ich repariere. Präteritum, ich reparierte. Ben onarıyordum, onardım. Ich reparierte. Ich reparierte. Perfekt. Ich habe repariert. Ban onardım. Ich habe repariert. Ich habe repariert. Tekrar edelim. Ich repariere. Ich repariere. Ich reparierte. Ich reparierte. Ich habe repariert. Ich habe repariert. Futurbir ich werde reparieren. Ban Uno Ich werde reparieren. Ich werde reparieren. Futuriki ich werde repariert haben. Ban on Ich werde repariert haben. Ich werde repariert haben plusquam perfekt ich hatte repariert ban onarmischtem ich hatte repariert ich hatte repariert tekrar ich werde reparieren ich werde reparieren ich werde repariert haben ich werde repariert haben. Ich hatte repariert. Ich hatte repariert. Der Juwelier reparierte meine gerissene Halskette. Kuyumcu kopan der Juwelier reparierte meine gerissene Halskette. Der Juwelier reparierte meine gerissene Halskette. Die Arfele messen. Ölçmek anlamında geliyor. Messen düzensiz bir fiildir. präsenz, ich messe. Ben ölçüyorum. Ich messe. Ich messe Präteritum ich maß Ban ölçtüm Ich maß Ich maß Perfekt ich habe gemessen Ban ölçtüm ich habe gemessen ich habe gemessen Tekrar edelim, ich messe Ich messe. Ich maß. Ich maß. Ich habe gemessen. Ich habe gemessen. Futur bir Ich werde messen. Ben ölçeceğim. Ich werde messen. Ich werde messen. Futur iki Ich werde gemessen haben. Ban Ich werde gemessen haben. Ich werde gemessen haben. Plusquamperfekt Ich hatte gemessen. Dann ölçmüştün. Ich hatte gemessen. Ich hatte gemessen. Tekrar Ich, hatte gemessen. ich, hatte gemessen. ich hatte gemessen werde messen, ich werde messen, ich werde gemessen haben, ich werde gemessen haben, ich hatte gemessen, ich hatte gemessen. Die Mutter hat in der Nacht mehrmals das Fieber ihres Kindes gemessen. Anne gije boünje Die Mutter hat in der Nacht mehrmals das Fieber ihres Kindes gemessen. Die Mutter hat in der Nacht mehrmals das Fieber ihres Kindes gemessen. Dialbi Organisieren. organize etmek, düzenlemek anlamına geliyor. Present, ich organisiere. Ben organize ediyorum. Ich organisiere. Ich organisiere. Präteritum, ich organisierte. Ben organize ediyordum, organize ettim. Ich organisierte. Ich organisierte. Perfekt. Ich habe organisiert. Man organisiert. Ich habe organisiert. Ich habe organisiert. Tekrar Ich organisiere. Ich organisiere. Ich organisierte ich organisierte ich habe organisiert ich habe organisiert Futurbir, ich werde organisieren wann ich werde organisieren ich werde organisieren Futuriki? ich, werde organisieren. ich, werde organisieren. ich werde organisieren werde organisiert haben. Ban organisiert mich Ich werde organisiert haben. Ich werde organisiert haben. perfekt Ich hatte organisiert. Ban organisiert michten. Ich, ich hatte organisiert. Ich hatte organisiert. Tekrar edelim. Ich werde organisieren, ich werde organisieren, ich werde organisiert haben, ich werde organisiert haben, ich hatte organisiert, ich hatte organisiert. Die Sekretärin organisiert alle Termine für den Geschäftsleiter. Sekretär yönetici için tüm randevularını organize ediyor. Tekrar edelim. Die Sekretärin organisiert alle Termine für den Geschäftsleiter. Die Sekretärin organisiert alle Termine für den Geschäftsleiter. Diğer bir örnek Sie werden für ihre Verlobung eine große Feier organisieren. und sehr viele Leute einladen. Nişanları için büyük bir kutlama düzenleyecekler ve birçok kişiyi davet edecekler. Tekrar edelim. Sie werden für ihre Verlobung eine große Feier organisieren und sehr viele Leute einladen. Sie werden für ihre Verlobung eine große Feier organisieren und sehr viele Leute einladen Bu dersimizde auen renovieren reparieren messen organisieren fiilen öğrendik Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın